Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise und mit dem zweiten und Hauptprojekt für die BR Sternstunden. Und zwar spielen wir Glücksrad. Leider müssen wir sagen, ist kein Kandidat da dabei. Vera hat leider abgesagt, weil sie ziemlich am Werkeln ist und nebenbei reinlurkt, aber das ist kein Problem. Dann packen wir einfach Plan B aus. Ich spiele gegen zwei Computergegner und mache für euch einen auf, das könnt ihr euch jetzt raussuchen, entweder einen auf Peter Bond, einen auf Frederik Meissner. Wie heißen die anderen nochmal? Tommy Orner oder, ja Gott, habe ich ihn selig, Jan Hahn, den kann ich nicht bringen, weil er ist leider schon gestorben. Viel zu jung, aber ich hoffe, dass er von oben runter guckt und ebenso, Gott hab ihn selig, jetzt aus aktuellem Anlass leider, Mirko Nonchef, der El Comandante. Ich hoffe, du guckst auch runter und schaust uns zu. Genau, und auf jeden Fall ganz wichtig, hier oben bitte schön spenden. Für die BR Sternstunden, hier oben ist die Kontonummer. Und für alle Twitch-Zuschauer, ab und an kommt auch da ein Link rein, da könnt ihr das dann hier dann spenden. Ich werde dann auf jeden Fall dann auch spenden, wie ihr wisst. Und zwar machen wir wieder das gleiche Prozedere wie für die Flutopfer. Das, was ich jetzt dann erspiele, beziehungsweise was dann ich im Finale erdrehe, was ich im Finale erdrehe durch 100, das wird die Spendensumme für die BR Sternstundengala. So, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir jetzt mal. Ich denke mal, dass soweit alles klar ist. Also wie viele Spieler wir sind dann dadurch, dass ich gegen zwei Computergegner spiele. F1, ich bin heute nur einer. Waren Sie schon mal da? Diese Woche noch nicht. So, Spieler 1. Ah, da ist es, genau. Para Noise. Enter. Wir spielen gegen Hajo und gegen The Uwe. Männerrunde hier. Dann sollten die eigentlich ja auch einen Herrn dann ans Glücksrad stellen. der Buchstaben Merlin. Und ihr könnt euch jetzt dann raussuchen, wer jetzt hier dann vorne, wer dann vorne steht. Marin Gilzer, Sonja Kraus, Ramona Drews oder Isabel Edwardson. Könnt ihr euch. Also ich hätte gerne vorne. Können wir ein Team machen? Also ich finde am besten da vorne Marin Gilzer. Aber gut, seitdem die jetzt im Dschungel war, ein bisschen nicht so toll. Aber ich finde, wer richtig toll und charmant ist, ist Isabel Edwardson. Die hat es wirklich, die Neufassung wirklich richtig gut gemacht. So, denken wir sie uns jetzt in Blond. So, und drehen ganz schnell. Und wir sehen, ein Spruch ist gesucht. So, 300 haben wir schon mal. Ich nehme ein N wie Nixgrips. Jawohl, einer ist schon mal dabei. Das ist doch schön. Ja, möglichst viel erdrehen, lieber Paranoise. Lass ordentlich die Hosen runter. Es gibt Leute, die können das Geld ein bisschen besser brauchen als du. 200. Ein R wie Rattisch. Ja, am Anfang ist es so, dass man
Einfach ins Blaue reindreht, das ist ja das Problem. Aber selbst wenn man den Spruch weiß, sollte man trotzdem ein bisschen weitermachen. Oh, und Hajo nimmt das C. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Hätte jetzt nicht viel Sinn gemacht, dass er jetzt einen Vokal kauft, weil das kostet 250 Mark. Ja, Mark kennen die meisten nicht mehr. Ich habe meinen ersten Döner mit D-Mark gezahlt, der hat 5 Mark gekostet. Damals war die Welt noch in Ordnung. Ah, und M ist auch dabei. Ah, und 750 hat er die Sack. Die Sackratte. Oder wie heißt das? Ein Meter hat der Arschratte. 150. Auf D. Ah, D oder. Nein, R wäre es nicht. Also irgendwas mit I. Dem. Daddy das? S. Ein S wäre doch vielleicht auch drin gewesen. Jetzt komm. Ah. Mann, du sollst doch nicht meine Buchstaben abknüpfen, hey. Schau, dass du mal was kaufst. Keine O's. Aber 250 verloren. Ja, Blödsinn ist, wenn ich dann auf Bankrott gehe. Oh Gott, wenn ich jetzt mich das so sauber blamiere wie am Anfang mit You Don't Know Check, dann blüht mir einiges heute. So, der Uwe erdreht sich ein T. Ein T ist auch ganz gut bei den Temperaturen heutzutage. 150. Kein B. Ja, dann geht das Rad wieder an mich. Ich muss drehen. Nur. Hm. Was haben wir jetzt da? Ein L wie leck mich? Scheiße. Ah, nein! Ein H wäre doch bestimmt drin gewesen nach dem C. Nach dem C ist doch bestimmt ein H drin. H wie Hajo. Ey, weh, du nimmst jetzt das H. Ich sag. Alter, der nimmt einen extra Dreh. Hm. Das heißt, sollte er auf Bankrott oder Aussetzen gehen, darf er dann nochmal. Oh, komm, mach schön auf Bankrott. Ein F. Ein F wie fick dich. Sorry, das musste jetzt raus. Was denn? Die Katze im Sack kaufen. Ey, komm! Diese blöde Schlaubotzen. Diese blöde Schlaubotzen. Was für ein Deutsch. Aber gut, ich habe ja noch 2 Runden. Ja genau, nur Hajo bekommt seine 1200 Mark. So, Runde 2. Es gibt 2 Bankrotts im Spiel und der neue Höchstwert ist 1000 Mark. Oder PM für Paramerker. Was haben wir jetzt? Ein Titel ist gesucht. Da können wir jetzt ordentlich was drehen, oder? Hoffen wir es doch. Der dreht natürlich das M. M wie Muckelcola. 250. Hä? Keine Fs, keine Ficknicks dabei. Ah, stimmt ja, der hat ja sein Extra-Dreh noch, deswegen darf er nochmal. Wusste gar nicht, dass man den in den nächsten Runden mitnehmen kann. Ja, so kann man sich täuschen. 1000? Ey, bitte. Kavi. Kein Jackpot.
Das wäre jetzt was gewesen, wenn du jetzt was. Ja, aber Uwe, er dreht sich natürlich zweimal. Es! Natürlich! Ja, aber die Chance auf Bankrott zu gehen ist jetzt doppelt so hoch. Die Chance, bei denen ist eine Chance, bei mir ist das. Bei mir ist das eine Gefahr. Hallöchen, lieber Waldi. Du kommst leider etwas spät. Ich musste mit den Computern vorlieb nehmen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Deswegen lehn dich zurück und trink einen schönen heißen Kaffee oder was du auch immer da hast. Es läuft wirklich genial. Ja, und auch für dich nochmal, lieber Ghetto Voidel. Ein Titel ist gesucht. Alter! Ey, der Uwe, der dreht echt Stabrat, oder? Hier geht ein D. Ein N auch noch. Also, drehst du mir alles weg? Was soll das? Der kauft Vokal. Zwei A's. Was? An. Aus. Aus dem Wald? Ja, theoretisch schon. Für so irgendwas mit Wald. Also. Irgendwas mit aus dem Wald. Ich versuch's mal. Ich nicht, das kommt bankrott oder. Ah ne, da war der schon. So, 200. Ein Debi Deudi. Yeah. Wow, meine ersten 400. Zumindest auf der Habenseite. So, drehen. Irgendwas mit W. Ey, da, kurz vor Aussetzen. Wie. Was soll das? Oh, zweimal W. Und 400 habe ich ja auch. Ja, Wahnsinn. Aus dem. Warnerwald oder was? Ich drehe nochmal. Nee. Aus dem. Wienerwald? Ah. Ja, aber das sind nur Vokale, das bringt nichts. Scheißdreck. Gras. P? Die Paranoids? Ja, und die lösen wahrscheinlich jetzt, oder? Ich Idiot. Ah, Geschichten. Das heißt, ich muss jetzt mindestens 1800 Mark erdrehen, um ins Finale zu kommen. Ja, siehst du, wie ich es weiß? Die Runde 3. Die gleichen 2 Bankrott sind im Spiel, aber der neue Höchstwert ist 5000 Paramerker. Bitte F1 zum Starten. So, und eine Gruppe ist gesucht. Ja, gut. Kann man wieder ein bisschen was erdrehen. Also ich brauche mindestens 1850 Paramerker oder D-Mark, um im Finale zu sein. So, jetzt kommt ein F. F ist nicht dabei. N, oder? Ey, komm!
Macht mir aber eh nichts, ich hab noch nichts. Wo noch nichts ist, kann man noch kein Bankrott machen. Mir reicht einmal eine 5000. Technik habe ich wieder ein bisschen überstrapaziert und der Hajo, dieser blöde. Dreh doch jetzt mal auf Bankrott, immer dreh ich das denn. Selbst wenn zwei Bankrotts drin sind, die haben echt so ein Glück. Komm, bitte. Nein! Kurz vor Bankrott wäre es gewesen, aber er hat kein L. Alter, läuft das wieder wie ein Länderspiel, meine Kollegen, hey. Und ein M ist auch nicht dabei, dann Gott sei Dank, hey. Oh Gott, 150 bloß, hey, Wahnsinn. Ein N wie Nörgler? Oh, ein Buchstabe, oh, ich habe wenigstens Geld. Ich muss, aber wie gesagt, ich muss echt schauen, dass ich über die 850 komme. Ich setze auf ein tatkräftiges Mithilfeteam. Ich konnte schon wieder 150, was soll das? So wird das nix hier. Ein S wie Sackratte. Ho! Zweimal. Ja, dann drehen wir wieder. Nützt ja nichts, ne? Komm, die 5000 wäre doch geil. Komm, für die Sternstunden. 400. Ein H wie Hals-Maul? Ah, ja, langsam wird's. Aber jetzt sind wir bei 800, 1250, ne? Bisschen was. Ah, jetzt, da haben wir ein C. Ein C war auf jeden Fall schon drin. Das Wichtigste ist einfach nicht auf Bankrott. Ich glaube, zwei Cs haben wir sogar drin, oder? Ah, 250, gut. Ein C. Jawohl. Oder zweimal Cs. Ich muss aber immer noch drehen. Ja, dreh mal. Ah, 500. Da es ja um den guten Zweck geht, werde ich jetzt mal kurz pausieren. Oh ja, das ist schwer. Ich hätte was kaufen sollen. Letztes Mal hat es echt so gut geklappt. Ein R. R hat man ja schon. Sch. Soll man D nehmen? D kann ich mir nicht vorstellen. Ein P oder ein K? D. Ein D. Oder mit Hand. Irgendwas mit Hand oder? Na, Hand kann nicht sein. Weil das H ist ja schon weg. Naja, ich probiere es mal. Ein D. Ein D wie Dolly. Yeah! Deutscher? Deutscher Tierschutzbund. Ich könnte...
Ich rate auf jeden Fall. So. Deutscher Tierschutzbund. So. Tier. U. Wie war das? Beim letzten Mal ist das so gut. Gewonnen, ich bin im Finale. Ja, aber gut, so viel habe ich jetzt noch nicht erdreht. Ja, gut, aber das kann. In der Bonusrunde kann das natürlich noch mehr werden. Auto, Yacht oder eine Reise? Ja, da geht es ja um den Schwierigkeitsgrad, also werden wir dann die Reise nehmen. Dann ist auch, glaube ich, die... Ich will es mir ja so einfach wie möglich machen. Ein Ereignis ist gesucht. So, oi. Kann jetzt ein großer Reinfall wahrscheinlich werden. So, und wie wir wissen, wir alte Cranks, wir nehmen das Ernstl. Natürlich. Also Rinstl erstmal. R-N-S-T-L und ein Ä. Was? Ein E ist nicht dabei? Ach doch, da ist ein E. Oh Gott. Soll das denn sein? Start? Was mit Start? Nee, nicht Start. So schnell auf Pause drücken. Ja, bisschen Hilfe für den guten Zweck, das sollte doch auf jeden Fall passen, oder? Komm. Alter. Sturz. Was mit Sturz? Sturz? Irgendwas mit Sturz wahrscheinlich, ne? Irgendwas mit Sturz wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, oder? Urkelsturz, ne. Formelsturz? Jetzt muss ich aber schnell sein. Ich habe nur 6 Sekunden. Warte mal. Was? Warte mal, habe ich... Nein! Du. Jetzt bin ich aber gespannt. Wirbelsturm. Alt! Ey, darauf muss man erst mal kommen, ne? Ich würde mal sagen, das war ein bisschen mager. Aber weißt du was, wir sind jetzt einfach mal so crank, wir würden jetzt die Reise jetzt trotzdem nehmen, sind 18.000
durch 100 sind 180. Die 2750, also die 27,50 €, die denken wir jetzt weg. Wir machen eine runde Summe draus. Beziehungsweise wir lassen das komplett weg und machen aus den 180 Euro machen wir ein schönes, rundes Sümmchen und machen 200 draus. 200 geradeaus, das bekommen von mir die BR Sternstunden. Ich denke mal, das ist eine relativ faire Geste, oder? So. Ja, hat er mördermäßig gut geklappt heute, aber trotzdem 200 Euro gehen an den BR Sternstunden Verein. So. Ja, ich bin voll am Arsch, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als die Finger euch zu erheben. Und diese 200 Euro haben die BR Sternstunden redlich verdient. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was abgibt von eurem Geld, wenn es nur 1 Euro sind. Die können das auf jeden Fall. Es gibt Leute, die können selbst 1 Euro wichtiger brauchen als wir. Bye bye, euer Perlnoise.